Moin Amigos, moin zusammen, hallo, ich grüße euch, ich hoffe, euch geht's gut. So, die Pressekonferenz fand vorhin statt und ich weiß gar nicht, ob das ein Novum ist. Guido Ostrowski von Radio Köln kennt ihr sicherlich alle. Der hat es auch geschrieben. Er weiß gar nicht, ob das jemals schon so passiert ist, dass bei einer Pressekonferenz direkt komplett 1:1 die Aufstellung klar gesagt wurde. Oftmals ist es naheliegend, dass eine Aufstellung so oder so passiert, aber meistens gibt es dann doch immer noch ein, zwei unsichere Positionen, wo sich der Trainer noch nicht festgelegt hat. Aber gut, jetzt ist es, wie es ist. Baumgart hat die Startaufstellung heute schon komplett für das Samstagspiel, für das Heimspiel gegen den SV Werder Bremen, ja, bekannt gegeben. Und zwar sieht die Aufstellung wie folgt aus: Schwebe im Tor, Viererkette Benno Schmitz, ja, Hübers, Chabot und Jonas Hector auf der Doppel-6. Also wir spielen nicht offensiv, wie ich das eigentlich gedacht hatte, dass wir halt nur mit einem Sechser spielen und ja, mit zwei Angreifern. Jetzt spielen wir halt mit zwei Sechsern und nur einem Angreifer, was ja auch in Ordnung ist. So stehen wir auch erstmal kompakter. Ja, wie gesagt, Skiri und Erik Martel. Dann unser Mittelfeld über halb rechts, dann Meiner auf der 10, Hüseyin Basic und über halb links kommt Kainz. Und vorne im Sturm wird Steffen Tigges erstmal beginnen. Auf der Bank haben wir somit aus meiner Sicht mindestens 8 Spieler. 9 dürfen es ja maximal sein. Es wird interessant sein, wer der 9. Spieler sein wird. Dazu komme ich aber dann jetzt auch gleich. Horn ist klar als Ersatztorwart. Dann hast du Soldo und Schindler mit auf der Bank. Du hast Olesen auf der Bank. Du hast Ljubicic auf der Bank. Du hast Duda, Selke und Adamian auf der Bank. Und jetzt die große Frage: Wer wird der Neunte sein? Wird es Lemperle sein? Wird es Diehl sein? Oder um die Abwehr gegebenenfalls noch zu verstärken, Bakary Tukanda? Ja, das wird noch sehr interessant, wer der sogenannte 9. Spieler sein wird. Vielleicht wird es aber auch Weschenbach sein, falls was mit Hector passiert. Ansonsten, falls was mit Hector passieren sollte, wovon wir nicht ausgehen und nicht böse jetzt irgendwie was befürchten müssten, kann es auch sein, dass der junge Weschenbach mit im Kader sein wird. Ansonsten müsste halt Benno Schmitz von rechts auf links und Schindler dann auf die Rechtsverteidigerposition, sollte was mit Hector passieren. Aufgrund dessen kann ich mir vielleicht auch vorstellen, dass man zur Not im allerletzten Notnagel dann halt auch noch einen Weschenbach mitnimmt. Das wäre aber halt auch ein Schlag ins Gesicht für halt einen Tim Lemperle, der jetzt auch wieder nicht so verkehrt gespielt hat in der Vorbereitung, also schon gute Anzeichen gehabt hatte. Ja, gut, das soll es jetzt dahingehend erstmal sein. Selke spielt erstmal nicht, weil angeblich, es gibt mehrere Berichte, die schreiben, er ist noch unsicher in Bezug auf das Anlaufverhalten, wo ich mich frage, ja, und was macht Tigges? Aber gut. Andere Berichte vermelden, dass halt Selke noch nicht bei 100% ist, was ich aber wieder nicht verstehen könnte, weil als Selke zu uns gewechselt ist, war Selke ja auch bei der Hertha am Training. Also wie man jetzt darauf kommt, dass er angeblich noch nicht fit ist für 60, 70, 80 Minuten, erschließt sich mir jetzt nicht. Dass das vielleicht bei Ljubicic so der Fall ist, dass das schon eher, weil er nun auch länger raus war. Bei ihm möchte man jetzt aber auch kein Risiko eingehen. Ljubicic wird wahrscheinlich einer derjenigen sein, der ab Minute 60 plus dann halt eingewechselt wird. Ne? Gut, wir spielen erstmal ein bisschen defensiver, ein bisschen abwartender. So stehen wir auch kompakter, das finde ich auch in Ordnung. Die Bremer hingegen spielen sehr wahrscheinlich ja nur mit einem Sechser, das wird der Groß sein. Aber die sind halt aus der Mitte halt sehr kompakt, weil vor Groß halt auch Bittencourt und Grujew spielen, vermeintlich. Und über die Außen kommen sie halt nur vom Papier her mit jeweils einem Spieler, rechts mit Weiser, links mit Jung. Aber durch ihre Mittelfeldspieler aus der Mitte können die halt auch viel nach außen ausweichen. Muss man mal halt sehen, wie das passt. Und je nach Spielverlauf, auch wenn wir defensiv erstmal beginnen, können wir halt auch trotzdem das Spiel nicht dominieren, will ich jetzt nicht sagen, aber beherrschen durch Ballbesitz und durch Möglichkeiten. Und wir können dann halt jederzeit dann halt auch offensiv wechseln, ne, auf zwei Spitzen. Du kannst dann nachher theoretisch Martel rausnehmen und dann kannst du Duda bringen, du kannst Selke bringen, du kannst Olesen bringen, um das Mittelfeld zu stärken, sodass Meiner mit in die Spitze reingehen könnte, falls Selke noch nicht reinkommt. Selke kommt sehr wahrscheinlich aus meiner Sicht dann wahrscheinlich dann irgendwann im Spielverlauf für Tigges rein. Die teilen sich dann wohl das Spiel, wobei Tigges dann wohl mindestens die 60 Minuten bekommt. Und Selke dann halt dann vermeintlich nur 30 Minuten. Ist jetzt aber auch erstmal in Ordnung.
ja, solange die Mannschaft dann halt ja gut spielt und das Spiel dann halt einfach auch gewinnt oder halt bestenfalls nicht verliert, ne? Also ein Sieg ist drinne, ein Unentschieden genauso. Und natürlich kann auch eine Niederlage bei rumspringen, aber daran glaube ich nicht. Ich bin zuversichtlich, dass wir halt die 3 Punkte bei uns behalten und einfahren werden oder zumindest am Ende nach 90 plus Minuten mit einem Punkt aus dem Spiel rausgehen. Gut, schreibt mir gerne in die Kommentare voll, wie ihr das findet, dass Baumgart jetzt schon die Aufstellung ja, bekannt gegeben hat. Ist es was Gutes? Ist es was Schlechtes? Spielt man Bremen dadurch vielleicht in die Karten? Weil die können sich so darauf einstellen, wie wir halt agieren. Die können sich so Spiele angucken, wie wir so agiert haben mit dieser Aufstellung. Weil mit dieser Aufstellung haben wir eigentlich schon des Häufigeren gespielt. Jetzt nicht unbedingt mit Hüseyin Basic auf der 10, sondern eher auf halb rechts. Aber ansonsten ist die Aufstellung halt einfach, ja, 1 zu 1, wie man sonst dann halt größtenteils gespielt hat. Gut, Chabot kann man vielleicht auch noch rausnehmen, aber da kannst du dann halt einfach dir Kilian hindenken. Ja, wie gesagt, ich bin auf eure Meinung gespannt, ob das jetzt was Gutes, Positives ist oder ob ihr das ein bisschen skeptischer seht oder ob Baumgart einfach jetzt den ersten Elf einfach vertraut. Ihr seid meine Jungs, geht raus, spielt Fußball, haut die weg und alle anderen, die auf der Bank sitzen, die haben die Möglichkeit reinzukommen und ebenfalls alles dafür zu tun, dass wir halt den Heimsieg einfahren werden am Samstag. Wie gesagt, meldet euch, lasst uns diskutieren, ich bin gespannt. Haut rein, bis bald, bis später. Tschüss.